Moin Moin und willkommen zurück zu A Plague Tale. Wir befinden uns in Kapitel 16 und wir sind auf Rache aus, denn leider wurde der Bruder von unserer Kameradin getötet und jetzt nehmen wir alle Rache, denn wir haben ja den Rattenjungen. Man kann auch sagen, das ist der Rattenfänger von Hameln. Was ist los? Melly, beruhige dich. Die verdammten Ratten blockieren den sichersten Weg hinein. Sie machen das nicht absichtlich, Melly. Wir haben keine Wahl. Wir versuchen es durch die große Tür. Aber passt auf. Okay, komm. Oh, Melly, warte. Bin ein bisschen gespannt, muss ich sagen. Ist sie wütend auf mich? Ich nehme das mal mit. Nein, sie ist wütend auf alles. Aber gib ihr ein bisschen Zeit, Hugo. Ein bisschen einsammeln hier. So viel rum. So. Vorsicht. Es hat bereits angefangen. Das hoffe ich, denn diese Viecher werden immer mehr. Tal, das ist riskant. Tal, es weiß, was er tut. Heute nehmen wir lieber die Hintertür. Das sagt er zumindest. Sie ist bestimmt versperrt. Sie gehen. Drecksloch, wir wissen nicht mal, was in dieser verdammten Kathedrale vor sich geht. Unsere Gelegenheit. Lukas, komm mit mir. Melly. Hab Vertrauen. Jetzt machen wir erstmal unsere Arbeit. Gut, ich gehe zurück. Sei vorsichtig. Verdammt. Er wird sie sehen. Hey! Halt! Ich helfe ihm. Bleib hier. Okay. Ich hoffe, sie schaffen's. Sie kennt die Stadt und führt sie sicher in die Irre. Los, nutzen wir die Gelegenheit. Erst für dich. Du wirst bezahlen. Er ist ein Hai, er ist ein cooler Typ eigentlich. Ich hab mich von etwas gehen lassen. Hat sich einiges verändert hier. Die Glocken, die Kathedrale, Amicia. Vitalis ist dort. Das heißt, Mutter ist ebenfalls dort. Dem Bastard bereiten wir eine Überraschung. Zuerst müssen wir die anderen finden. Das Wichtigste ist, dass der große Hey, warum bebt die Erde? Das sind die Ratten. Sie sind hier, unter uns. Also haben sie alles zerstört. Seht euch den Boden an. Wenn du L gedrückt hältst, um ein Ziel für die Ratten zu bestimmen, zeigt roter Dunst die Horden an, die unter dir gefangen sind. Lösche die Lichtquellen, um sie zu befreien. Achso, warte mal. Ah, okay. Sie kommen nicht raus, solange es hell ist. Oh. Wow. Das ist die Zeit für dich, wirklich voll. Bist du sicher? Ja, sie hören auf mich. Wow. Also müssen in die Richtung weiter, okay. Hier hängt noch was, gehen wir mit. Wie immer hier durch. Hier können wir gar nicht durch, aber hier können wir mal Sachen sammeln. Wäre ich du, würde ich das nicht anfassen. Warum? Die Geißler peitschen sich damit blutig. Da kleben wahrscheinlich Hautstücke dran. Oh, verstehe. Bäh. War ein bisschen eklig, aber naja. Sie hören einfach nicht auf mich. Weil sie fressen, ne? Aber wenn sie fressen, hören sie auf niemanden. Der Hauptmann war doch immer sein Protégé. Vitalis hat sich verändert, seit der Träger ankam. Vielleicht okay. Niemand anderes sein Protégé. Die Frage, ob wir die rausholen können? Amicia!
Licht. Ah, okay. Das war dumm. Nein! Alter, haut er mit dem Schild drauf. Lass das mal tot, würde ich sagen. Achtung, wach! Ich glaube, wir verstecken uns mal hier drüben lieber. Vitalis hat niemanden ausgeschickt, um nach ihm zu suchen. Was? Ich finde euch! Ach Mann! Da kam der andere natürlich. Wir müssen beide die Lampen kaputt kriegen, irgendwie, ne? Von beiden die Lampe zerstören. Achtung, wach! Niemand hat sich oder seinen Angriff auf das Versteck der Kinder gesehen. Vitalis hat niemanden ausgeschickt, um nach ihm zu suchen? Seltsam. Der Hauptmann war doch immer sein Protégé. Vitalis hat sich verändert, seit er drei Jahren kam. Vielleicht ist nur niemand anderes sein Protégé. Was? Eine Fackel? Sie können mich nicht hören! Nein! Wo kommt er denn her? Habe ich nicht gesehen. Wir können auch umhauen, warte mal. Okay, müssen wir ein paar mehr von machen, glaube ich. Und das Ding machen wir auch nochmal. Ist immer ganz gut, so ein Ding im Hinterkopf zu behalten, dann wenn wir nochmal angegriffen werden. Gehen wir mal kurz ein paar Sachen ein, bevor die Ratten kommen. Okay. Ich glaube, wir müssen die Treppe hoch, oder? Einen anderen Weg sehe ich gerade nicht. Wir gehen da hoch. Natürlich ist geil, die jetzt auf unserer Seite zu haben. Hat natürlich was. Aber hier geht's gar nicht längs. Okay, müssen wir einen anderen Weg finden. Ist wahrscheinlich da hinten durch, ne? An ihm vorbei da. Können wir schon durchkrabbeln. Du hast eine ganze Rattenarmee. Robert, Alter, den hat er aber auch gerade platt gemacht. Ich sehe keinen Hebel. Ich kümmere mich darum. Auf dein Zeichen. Allein? Willst du das übernehmen? Rodrik, du bist dran. Ist recht. Kannst du hin? Alter, wie stark ist er denn bitte sehr? Vorsicht. Oh. Nicht so gut jetzt gerade. Gucken, welchen Weg er geht. Den Weg.
Naja, das mache ich jetzt nicht. Da sind zu viele einfach, ne? Die haben uns ja alle schon gesehen. Das wäre jetzt Quatsch gewesen, da einzugreifen. So, wir müssen uns da vorbeischleichen. Vorsicht. Da oben ist nämlich auch einer. Von da kommt einer. Die Ratten, sie wollen rauskommen. Okay. Wir müssen also theoretisch da hinten das Licht ausmachen. Ist schon ganz geil mit den Ratten, muss ich zugeben. Hat schon was. Komm, wir können uns da vorbeischleichen jetzt, glaube ich. Wir hier hingehen. Und da oben kriegen wir aber, glaube ich, nicht zu packen. So leicht. Wir müssen einen Stein niedermähen. Ich glaube, wir haben ihn sogar erwischt. Geil. Ein paar Steine wieder, gut. Oh, da liegen noch mehr Sachen. Warte, ich komme sofort zu euch. Amicia, ihr lebt. Hört zu, Vitalis ist in der Kathedrale. Schön und gut, aber euch kommt ein ganzes Bataillon entgegen. Ihr müsst hier weg. Nehmt die Treppe. Dieses Haus hat auf der anderen Seite einen Ausgang. Das brennende Haus? Wir können nicht zurück. Los, wir treffen uns auf der anderen Seite. Seid ja, lass uns aber die Sachen noch einsammeln da, bitte. Mach ich. Aber hier liegen noch viele Sachen. Das können wir nicht. Aber da drüben liegt auch noch was. Können wir das mitnehmen? Auch nicht. Aber da liegt noch was am Boden. Geh doch weg da, du dicker Monk. So, dann lasst uns ins brennende Haus laufen. Wenn die meinen, da können wir durch, dann gehen wir da durch. Da drüben liegt auch noch was, wenn wir von der Seite haben. Alles mitnehmen. Wir brauchen vielleicht noch was, um irgendwas herzustellen. Roderick. Ich brech sie auf. Ja, los, Roderick. Tu es. Dreckstück. Dir zeig ich's. Da kommen die Wachen. Roderick, geh in Deckung. Hugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Okay. Nein, dumm war das. Oh, das war dumm. Ich hätte das Pulver gar nicht benutzen sollen, das war echt dumm. Dann haben wir jetzt ja wieder, ne? Pass mal, wir machen es jetzt vorher schon. Drüben auch. Ich brech sie auf. Dreckstück. Dir zeig ich's. Da kommen die Wachen. Roderick, geh in Deckung. Hugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Ja,
Das war ein bisschen... Erinnert mich daran, dass ich euch beide nie wütend mache. Gut. Dieses Mal kommen wir rein. Super. Scheiße! Nein, Amicia, das können wir nicht. Wir werden verbrennen. Ich verspreche dir, dass dir nichts passieren wird. Roderick, folgst du uns? Bis in die Hölle. Er macht die Tür auf da. Ah, warte. Okay, können wir nicht mitnehmen. Nur Mut. Kannst du das übernehmen? Ist recht. Mach auf da die Scheiße. Der ist aber auch so ein kleiner... besiegt. Du bist hart im Nehmen. Härter als ich. Los, mach auf die Scheiße. Oh, jetzt bin ich gespannt, du. Das muss der Ausgang sein. Ein paar Steine noch mitnehmen. Und die aufmachen. Roderick, ne? Also muss man sagen, der haut da schon ganz gut zu immer. Aufgepasst! Aber wir sind nicht krank! Seht uns an! Wir wollten nur unsere Habseligkeiten holen! Amicia, was sollen wir jetzt tun? Moment, ich denke nach! Okay. So war es nicht gedacht, aber hat ja geklappt. Oh, danke, danke. Der Herr sei mit euch. Ja, danke. Und viel Glück. Hey, wartet. Heile! In Deckung. Ach, zu gefährlich. Alter, die wurden gleich mal wieder niedergemetzelt. Wir sitzen fest. Ich glaube nicht. Ich muss hier rübergehen, ob wir irgendwas bauen können. Munitionstasche ist immer gut. Größer zu machen. Bam. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. So, pass auf. Kommt her. Jetzt rollen wir das Ding mal darunter. Der Karren. Roderick. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Hey. Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Roderick, ich helfe dir. Ich komme klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachenausschau. Gut, dann mal los. Versteck dich, Roderick. Mach dir um mich keine Sorgen, Knöps. Oh, shit. Die habe ich nicht gesehen, dass der von vorne kam. Hatte ich nicht gesehen, weil ich mich auf die Spinne mitten ins Herz. Hätte auch sehen. Doch gar nicht. Wie oft werde ich denn getroffen von dem Heini da? Ernst? Ist doch nicht euer Ernst. Muss ich die da oben überhaupt killen und diese scheiß Steine da rausholen? Alter. Och, Mann. Och, komm. Nicht euer Ernst, ne? Noch diese Pfeile, Alter. Was ist denn da los? Ach nein, ach Mann. Gib doch Ziel. Hat diese dumme Kuh wieder getroffen. Das gibt's doch gar nicht.
Ey, ganz im Ernst. Die ganze Zeit. Oh. Versuch 146.000. Muss doch mal klappen. Wenn wir uns bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Hey. Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Roderick, ich helfe. Alter, ist auch das letzte Mal, dass ich das jetzt probiere. Du keinen Bock mehr. Willst, halt nach Wachen ausschau. Einfach nur nervig. Dann mal los. Feuer. Wirklich. Versteck dich, Roderick. Mach dir um mich keine Sorgen, Knöps. Muss ich jetzt im Auge behalten, wo dieses scheiß Fahrzeug steht und mit diesem blöden Pfeil nicht getroffen wird. Vielleicht muss man noch die anderen Leute abschießen. Aber das ist schon irgendwie echt nervig gerade. Artet zwar nicht in Hektik aus, aber ist schon ein bisschen nervig. Laufen, 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 laufen! Nicht sterben! Ich brauche nur eine Pause. Oh, die haben wir noch erwischt. Das war's. Geh in Deckung. Alter, er hat aber echt auch nichts abbekommen. Wir sind da. Steh nicht einfach nur rum. Komm jetzt, schnell! Oh mein Gott, Roderick! Oh, mir geht's schon besser. Ich bin direkt hinter dir. Gut. Du hast einfach mal 30 Millionen Pfeile im Rücken. Naja, ein. Aber das Ding kann er trotzdem hochheben, ne? Ja, zwei Pfeile. Hugo, los! Hugo sieht auch mal besser aus. Er hat diese ganzen komischen Adern gar nicht mehr, ne? Er kommt, glaube ich, nicht mehr mit rüber. Ich glaube, er bleibt da. Pass auf. Und lässt sich da den Heldentod sterben. Scheiße! Der sieht aber echt nicht mehr so fresh aus, oder? Hugo, komm jetzt. Wir müssen weiter. Scheiße. Dezimiert, ne? 5 gehen rein, 2 gehen raus. Nein, das glaube ich einfach nicht. Das kann nicht sein. Melly, bitte. Nein, diese Bastarde müssen bezahlen. Sie werden bezahlen. Das Wichtigste ist, zusammen und am Leben zu bleiben. Deswegen haben sich Roderick und Arthur geopfert. Lass mich einfach in Ruhe. Sie hat recht, Melly. Es ist vorbei, Hugo. Er hat seinen Frieden gefunden. Ich ertrage diese verdammten Ratten nicht länger. Mistviecher! Aber sie bahnen uns einen Weg. Ach ja? Wie denn? So. Wie machst du? Was, der Typ? Da, Hugo, sag mir, dass du uns helfen wirst, diese Dreckskerle zu töten. Melly? Ohne deinen Bruder haben wir keine Chance, Amicia. Das ist dir klar, oder? Ich werde dir helfen und du hilfst uns, Mama zu retten. Dann haben wir eine Abmachung. Ja, hab ich euch. Ja, tja.
So geil, wir hatten uns gar nichts mehr tun, ne? Ah, verdammt. Okay, aber ich glaube, das reicht auch für heute. Wir machen direkt hier beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Die Kathedrale.